Ich bin ganz eurer Meinung, wenn die Flüchtlinge anfangen, auf den Straßen zu kämpfen, könnten wir die Kontrolle über die Stadt verlieren. Ich werde dafür sorgen, dass sie eine strenge Strafe erhalten. Bitte hat Offizierin Vida mit, dass die Verstärkung so schnell wie möglich eintreffen wird. Ich sollte Offizierin Vida von den Laden allerlei Zauberei zurückkehren. Ich möchte mit euch über einen Mann namens Garachen reden. Er besitzt ein Haus neben dem Herzogspalast. Was ist mit ihm? Er bietet Flüchtlingen eine Unterkunft an, nimmt ihnen alles als Gegenleistung, aber alles ab, was sie besitzen. Das ist geschmacklos, ganz klar, aber nicht illegal. Einige Flüchtlinge haben sein Haus verlassen, weil die Unterkünfte so eng und die Mahlzeiten so dürftig waren. Sicher gibt es ein Gesetz, solche Dinge zu regeln, nicht? Ich verstehe. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Also erfahren die Bedürftigen keinerlei Gerechtigkeit. Ich wünschte, das würde mich überraschen. Ich lasse euch nun weitermachen. Nehmen wir mal das Erste. Soweit ich weiß, steht es den Leuten frei, gute Geschäfte zu machen, wenn sie das wollen. Es war doch nichts Unrechtes im Gange, als die Flüchtlinge gegangen sind, oder? Was wenn doch? Ich fürchte, es scheint vollkommen harmlos gewesen zu sein. Ich kann nicht ehrlich behaupten, dass ihr Gehen in irgendeiner Hinsicht verdächtig war. Ich habe nichts Verdächtiges bemerkt. Dann nehmen wir mal das. Was wollt ihr dann? Verschwindet jetzt. Ich muss arbeiten. Wenn ihr mit der Faust nichts zu tun habt, muss ich euch bitten zu gehen. Ich möchte mit Tiax reden. Er geht durch die Tür. Raubmörder, Seemann. Mietling der flammenden Faust. Du bist nur ein Bettler, oder? Ja, mit dir können wir nicht mal reden, weil du zu weit weg vom Gitter stehst. Wo? Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja? Wie ihr wünscht. Ja, ein paar Zellen. Ist hier jemand Interessantes drin? Schweigt, bitte einfach schweigt. Mund halten und stillgestanden. Okay. Tiax, ihr kommt her. Ihr kommt her. Tiax befiehlt euch. Hallo Tiax, wie geht es euch heute? Oh, richtig, das sieht euch ähnlich. Ich werde jetzt gehen. Niemand sagt mir, was ich zu tun habe. Hallo Tiax, wie geht es euch? Wie geht es Tiax? Was ist das für eine. Was für eine Frage ist das für den allmächtigen Meister? Ich würde den Meister nicht durch Unhöflichkeit verärgern wollen. Allmächtiger Meister, ihr, meine Zeit ist wertvoller, Verrückter. Ich werde sie nicht länger mit euch verschwenden. Spielen wir mal mit. Dann seid weise. Vielleicht bleibt ihr verschont, wenn Tiax sich nimmt, was rechtmäßig ihm gehört. Ihr dürft jetzt gehen. Bevor ich es tue, muss ich euch um einen Gefallen bitten. Ah, endlich. Kommt auf den Punkt. Ihr wollt etwas von Tiax. Na, was ist es? Was kann dieser bescheidene Diener des allmächtigen Zürich für euch tun? Ihr haltet euch für bescheiden. Helft mir, eine Frau namens Kayla zu töten. Kayla, sagt ihr, Tiax hat diesen Namen schon oft gehört. Er hallt durch den Hof. Kayla, Kayla, Kayla. Was sagt diese Stimme? Was sagen die Stimmen? Sie sagen, ich bin Tiax, Meister dieser Welt und aller anderen. Ha, mein Gott hat euren Gott getötet, Dummkopf. Und dann erklärte er, dass Tiax Herr über alle sein wird. Er war nicht mein Gott, er war mein Vater. Das ist nicht wichtig. Cyrik hat ihn getötet. Haha. Ja, das stimmt leider. Cyrik hat Baal getötet. Und dadurch sind alle verrückt geworden. Was wollt ihr von Tiax? Ich wollte euch bitten, mit mir auf eine Reise nach Norden zu gehen. Ich möchte, dass ihr mir helft, Kayla, die strahlende Dame, zu finden und zu eliminieren. Ihr wisst jetzt nichts über Cyrik oder seine Wege. Vielleicht wird Tiax tun, was ihr verlangt, und euch helfen, die strahlende Dame im Namen des wahren Fürsten des Mordens zu töten. Nein, Cyrik hat Tiax eine Vision geschenkt. Ihr steuert auf euer Verderben zu, Kind vom Baal. Tiax wird sich euch nicht anschließen. Er wird hier in seinem Hof verbleiben, wo es sicher ist. Cyrik hat es so verkündet. Ihr seid so nutzlos wie euer Gott. Seid ihr sicher? Tiax hat gesprochen. Fort mit euch. Tiax wird sich nicht anschließen. Tiax hat meine Einladung abgelehnt. Seine Zelle im Hauptquartier der flammenden Faust. Dann wird er alle, die das Abschlachten der Großen in Frage stellt, umbringen lassen.
T-Rex hat meine Einladung abgelehnt, seine Zelle im Hauptquartier der Flammenden Faust zu verlassen und mit mir in den Kampf gegen Kayla zu ziehen. Das ist bedauerlich, aber nicht allzu bedauerlich. Den Familien derjenigen, die anzweifeln, muss auch eine Lektion erteilt werden. Ihre Erstgeborenen werden zurückgeopfert. Ja. Es ist nicht unbedingt so, als ob man durch Sirik Baal mit jemand Besserem getauscht hat. Eher mit einem noch mehr Bekloppten. Sie müssen Ihre Runde noch mehr vergrößern, bevor Sie weiterziehen. So, was haben wir hier zu sagen? Habt ihr bereits mit dem Verrückten gesprochen? Gesprochen wohl eher nie, hier angebrüllt worden. Ja, ich habe das meiste gehört. Seid ihr bereit? Ich bin fertig. Gehen wir. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Steht sie ja draußen eigentlich auch irgendwo rum? Ne, sie läuft mir hier draußen hinterher. Okay, das ist auch gut. So, dann zum Eisenthron. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. We should reach the Iron Throne building soon. Eltan wanted you to speak with a Salunite monk helping out there, name of Rasad in Bashir. Wir sollten das Gebäude des Eisenthrons bei der reichen Eltern möchte, dass ihr vor Ort mit einem Mönch der Seluniten spricht, der dort aushilft. Sein Name ist Rasad in Bashir. Sogar Leute auf der Mauer. What's this, Bison? Huh? What is this? It's all I have, I swear. Was ist das, Bison? Was ist das? Das ist alles, was ich habe, ich schwöre es. Da wenn ich das nächste Mal wiederkomme, sollte ich lieber etwas mehr haben. Oje, diesmal habt ihr es wirklich geschafft, Bison. Geht es euch gut? Was geschafft? Geht es um den Soldaten der Faust, der euch belästigt hat? Ich lasse euch mal weiter schaffen, was auch immer das heißen mag. Nehmen wir die zwei. Oh, I'm not fooling anyone. I'm not all right. That flaming fist thug Riggs has taken everything I've got. And it's not enough. If I can't find more gold, he'll beat me worse than he did poor Yasin. I'm doomed. Doomed! Seufz, ich kann niemandem etwas vormachen. Mir geht es überhaupt nicht gut. Dieser Schuft der flammenden Faust namens Wix hat mir alles weggenommen, was ich hatte. Und er will immer mehr. Wenn ich nicht mehr Gold finde, wird er mich noch heftiger verprügeln. Als den armen Josten. Ich bin verloren. Was? Diese Niederträchtigkeit wird bald ein Ende finden. Der Unruhestifter heißt Wix, oder? Ich werde mal ein Wörtchen mit euch reden. Beruhigt euch, mein Freund. Ich werde mich darum kümmern. Ich habe wenig Einfluss auf den Rat der Vier. Letztendlich sind wir alle verloren. Lebt wohl. Nehmen wir mal die zwei. Oh, thank you and bless you. If you can rid me of that plague Riggs, you'll be doing all who seek refuge in Baldur's Gate a service. Ernsthaft und danke, werter Herr. Ich danke euch. Ihr sollt gesegnet sein. Wenn ihr mich von diesem Plagegeist Riggs befreien könntet, würdet ihr allen in die Zuflucht in Baldur's Tosung einen großen Gefallen tun. Ich werde zurückkehren, wenn ich mit ihm fertig bin. Dann werde ich euch hier erwarten und für euren Erfolg beten. Lebt wohl. Erpressung im Elendviertel. Ich sollte nach einem Offizier der Ausnahme Swix suchen. Hastige richtige Zelte, viele wenig mehr als Tücher auf Wäscheleien, binden diese unorganisierte Barackenstadt. Ein obszöner Gestank erfüllt die Luft. Da ist dieser Rix. Ja, und Corvin haben wir auch dabei. Was wollt ihr denn jetzt? Ihr habt Leute bestohlen, die ihr eigentlich beschützen solltet. Das darf nicht ungestraft bleiben.
Lass uns über korrupte Offiziere der Flammenden Faust sprechen, die mit beauftragt worden wurden, für das Wohl dieser Flüchtlinge zu sorgen. Ich habe gehört, dass ein Offizier der Flammenden Faust seine Taschen mit dem Gold der Flüchtlinge füllt. Wisst ihr was darüber? Ihr könnt nichts für mich tun, Abschaum. Lass uns über korrupte Offiziere der Flammenden Faust sprechen. Something here stinks of evil. We will find it and then there will be a reckoning for its backside. I tell you this. Bo sagt, das Böse hat hier seine Spuren hinterlassen. Wir werden es finden und dann, oh, dann wird es eine Abrechnung mit seinem Allerwertesten geben. Das könnt ihr mir glauben. Best show some respect. I serve the Flaming Fist. Get out of here before I lose my patience. Zeig lieber etwas Respekt, Junge. Ich diene der Flammenden Faust. Verschwinde, bevor ich die Geduld verliere. Wenn ihr klug seid, seid ihr derjenige, der lieber etwas Respekt zeigt. Der Held von Baldur's Tor redet gerade mit euch. Und ich werde es nicht beim Reden belassen, wenn ihr eure Zunge nicht im Zaum haltet. Entschuldigung, Hauptmann, es ist nur, naja, ihr wisst, wie es ja da draußen läuft. We've been working our fingers to the bone, keeping this scum safe. So what if I'm taking a little bonus? I earned it. Wir haben uns die Finger wund gearbeitet, um diesen Abschaum zu schützen. Was ist also so schlimm daran, wenn ich mir einen kleinen Zuschuss nehme? Ich habe ihn mir verdient. Ihr macht mich krank, Rix. Gebt mir, was ihr genommen habt, und ich werde euch gehen lassen. Tut ihr das nicht, werden wir beide ein Problem haben. Ich bewundere euren Laden, mein Freund. Das tue ich wirklich. Es hat mich dazu inspiriert, etwas Ähnliches zu tun. Gebt mir euren Geldbeutel. Dieser Logik zufolge habe ich mir verdient, was ich euch wegnehme. Was wärt ihr lieber? Ein toter Narr oder ein weißer, noch atmender Mann? Eigentlich die drei klingt ziemlich passend. You can't do this to me. I serve the Flaming Fist. Das könnt ihr mir nicht antun. Ich diente der Flammenden Faust. Und die Flammende Faust dient dem Volk. Gebt das zurück, was ihr gestohlen habt, dann spreche ich vielleicht nicht mit eurem befehlsamenden Offizier über diese Verletzung des öffentlichen Vertrauens. Oh verdammt, hier habt ihr alles, was ich genommen habe. Nehmt es bitte, aber bitte tut mir nichts. Ich habe zwei Mädchen und eine Frau, um die ich mich kümmern muss. Und nicht zu vergessen, meine Kinder. Okay. Und ihr müsst euch zudem um die Flüchtlinge kümmern, dann täuscht sie kein zweites Mal. Passt auf sie auf, Frix, und selbst auf... Und auf euch selbst. Ich möchte das nicht wiederholen müssen, verstanden? Habt doch einen angenehmen Tag, Offizier. Nehmen wir das. Ja genau, wahrscheinlich eher nicht. Ich kann Brison das Gold jetzt zurückgeben. Na, dann machen wir das doch mal. Oh, es wird Tag. It's you. Oh, it's you. Have you had a chance to speak with Riggs about, you know, about what he's been doing yet? Oh, ihr seid es. Konntet ihr schon mit Riggs darüber sprechen? Ihr wisst schon darüber, was ihr hier so treibt. Ihr müsst euch keine Sorgen mehr um ihn machen. Hier ist das Geld, das er euch und den anderen Flüchtlingen gestohlen hat. Ich hoffe, ich kann darauf vertrauen, dass ihr es den rechtmäßigen Besitzer zurückgibt. Ich habe mich um ihn gekümmert und das Gold wieder erlangt, das er euch gestohlen hat. Und wie der Zufall so will, hat er mir genau die Menge Gold gegeben, die ich von euch als Belohnung verlangt hätte. Also sind wir quitt, gern geschehen. Noch nicht, aber ich werde mit ihm reden, das versichere ich euch. Hab Geduld, mein Freund. Wenn ich mit ihm geredet habe, werde ich es euch wissen lassen. Nervt bis dahin jemand anderem. Ja, für unseren Baden, die zwei. Das versteht Baldur's Tor also unter einem Helden. Wir hätten lieber das Risiko mit Kayla in Kauf nehmen sollen. Oh, verstehe. Wenn ihr mir so kommt, hier nehmt das Geld. Ich vertraue darauf, dass ihr es den rechtmäßigen Besitzer zurückgebt. Aua, das tut echt weh. Zum Glück habe ich das Geld, das ich kürzlich besorgt habe, um mich aufzumuntern. Oder das würde ich jetzt wohl in Tränen ausbrechen oder extreme Gewalt anwenden. Euch bleibt noch euer Leben, Bison, aber das kann sich schnell ändern, wenn ihr eurem Vorgesetzten nicht den nötigen Respekt entgegenbringt. Okay, nehmen wir die Eins. Oh, das ist wunderbar, wunderbar. Vielen Dank, werter Herr. Ihr habt heute Großartiges verbracht. Seid gesegnet. Ja, ich kann nicht mit Minsk im Nacken jetzt hier anfangen, Flüchtlinge zu töten. Erpressung im Elendsviertel. Flammende Faust macht den Weg frei. Brison hat sein Geld wiederbekommen. Ja, die 150 Gold hätten mir eh nicht viel gebracht.
Und ich wollte ja noch in die Flammen, in den Eisenthron rein. Der Eisenthron. The Iron Throne building doesn't look the same as the last time you were here, does it? The Council's using it to house refugees fleeing the Crusade. Das Gebäude des Eisenthrons sieht nicht mehr so aus wie bei eurem letzten Besuch, nicht wahr? Der Rat nutzt es, um Flüchtlinge zu bringen, die vor dem Kreuzzug fliehen. Wonach suche ich hier? Ein Mönch der Seloniten namens Rassad bin Zahir. Er hilft dabei, sich um die Flüchtlinge zu kümmern. Ich bin hier, falls ihr mich braucht. Versucht keinen Ärger zu machen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Wir machen doch keinen Ärger. Da wäre Rassad. Ihr braucht nur zu fragen. Gut, gucken wir mal, was Safana hier unten. Etwas Gold. Noch mehr Gold. Wie kann ich, wie ihr wünscht. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern.